Einen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach den Sitzungen von unserer Partei. Erfolg haben und im Sinne. Ja, meine Damen und Herren, die Parteigremien der CDU, das heißt das Präsidium und der Bundesvorstand, haben heute jeweils einstimmig beschlossen, dass wir dafür sind, Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufzunehmen, zum Zweck der Bildung einer großen Koalition. Wir haben dies getan auf der Grundlage der Vereinbarungen, die wir in den Spitzengesprächen der vergangenen Tage getroffen haben. Sie kennen diese Vereinbarung. Die Union besetzt das Kanzleramt. Union und SPD werden mit gleicher Anzahl am Kabinettstisch vertreten sein von Ministern. Das heißt, müssen. Ich sehe im Übrigen die Möglichkeiten, sich in der Außenpolitik zusammenzuraufen, als nicht schwieriger an, als sich in einigen wesentlichen innenpolitischen Fragen zusammenzuraufen. Ich glaube, dass es einen Fundus von Gemeinsamkeiten gibt. Es geht zum Teil um Akzente, die ja dann auch gesetzt werden können, wenn ich als Bundeskanzlerin auch die Möglichkeit habe, Besuchsprogramme zu gestalten, aber dass wir gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika brauchen, ohne dass die zu Russland nun dabei in Mitleidenschaft gezogen werden, das ist, glaube ich, auch unser gemeinsamer Wunsch. Und dass wir andere auch noch gern gehabt hätten, ist gar keine Frage. Wir wollen uns bemühen und wir wollen dazu beitragen, dass es eine große Koalition gibt, eine stabile Regierung, eine Regierung, die angelegt ist auf 4 Jahre, eine Regierung, die sich den Herausforderungen dieses Landes stellt, die das Potenzial, was in einer solchen großen Koalition steckt, nutzt, um gute Politik für Deutschland zu machen. Herr Müntefering, sind Sie sich sicher, dass Sie auch in der Bundestagsfraktion eine Mehrheit für diesen Kompromiss bekommen? Wir sind uns bewusst, dass die größte Herausforderung der nächsten Jahre sein wird, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, und dass deshalb diese Koalition alles dafür tun muss, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Ordnung ist und dass alles dafür getan wird, dass Wachstum ist und dass Arbeitslosigkeit effektiv bekämpft werden kann. Was soll man dazu sagen? Wir haben Entscheidungen getroffen. Ich glaube, dass sie richtig waren. Ja, mir wirkt sie als Bundeskanzlerin zu unsicher, als Person. Sie wirkt zu, also nicht selbstbewusst genug, meines Erachtens nach. Ist nicht so medienwirksam. 4 Stimmen hat ja die CDU, die CSU mehr im Parlament. Von daher war davon auszugehen, dass sie halt Bundeskanzlerin wird. Die Frage ist nur, wie hoch der Preis war, zu dem sie in dieses Amt kommt. Und das wollen wir mal sehen.